Fantastic. Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans an diesem schönen Sonntag. Mittag, Nachmittag, was nennt es, wie ihr wollt. Wir wollen jetzt mal heute reingehen und mal gucken, beziehungsweise ich will euch mal meinen Angriff zeigen vom letzten Clankrieg gegen, ich glaube, was war das nochmal für ein Gegner? Irgendwas Arabisches, glaube ich, ne, war das? Also feindliches Team aus Saudi-Arabien. Und da ist was ganz Cooles passiert, denn ich habe 100% geholt mit meinen Valkyren. Zwei Golems, Rest Valkyren, 25 Valkyren, zwei Erdbeben. Und es lief eigentlich relativ schlecht zuerst. Ich dachte zuerst so, mal gucken, ob das denn was wird oder nicht. Aber dann lief es erst relativ schlecht. Da dachte ich schon so, oh. Ja, vor allem, wo der Tesla da rauskam, dachte ich schon so, oh. Und jetzt pass auf, jetzt kommt es nämlich, dass wieder die Mauerbrecher, ich setze sie immer falsch. Sie schaffen es irgendwie nie so ganz da aufzusprengen, wo ich will. Denn wir sehen das nämlich, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Nämlich, dass diese Mauer nicht offen ist, die eigentlich offen sein sollte. Das wirft dann meinen ganzen Plan schon wieder etwas zu über den Haufen. Hab zum Glück noch zwei Mauerbrecher. Und ja, drei Sprünge mitgenommen, weil ich gedacht habe, komm, ist vielleicht ein bisschen sinnvoller als einfach insgesamt 12 Erdbeben. Denn so habe ich dann noch quasi, ja, ein bisschen was übrig. So, jetzt zum Glück laufen die Valkyren jetzt doch alle in die Mitte rein. Aber ich habe den Warden vergessen. Der König ist da, die Königin ist da, ich habe den Warden vergessen. Das war echt ein Problem. Der Warden, jetzt hab ich ihn erst hinterhergesetzt. Die Clanburg kommt raus, aber ein Hund und ein Ballon in der Clanburg sind eigentlich gegen Valkyren nicht so ganz so gut, weil die Valkyren halt relativ schnell sind. Oh, kümmern sie jetzt schon in der Mitte um das Rathaus, Rathaus down. Der Warden läuft jetzt hinterher, hat auch noch ein bisschen geheilt, allerdings, ja. Naja, ein bisschen falsch eigentlich. Ich hatte gehofft, ja, also beziehungsweise ich hatte ihn zu spät gesetzt, deswegen ging alles ein bisschen drunter und drüber. Die Valkyren sind jetzt da noch zugange, beziehungsweise der Golem ist noch zugange. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich so, ja, wird vielleicht ein hoher zweistelliger Prozentsatz oder so, aber da sind noch ein paar Valkyren. Da sind sogar noch ein paar unterwegs, kümmern sich jetzt noch um ein bisschen was. Ja, okay, die fliegen durch die Gegend, kümmern sich noch um ein paar Außengebäude. Allerdings lebt meine Königin noch, mein Warden lebt noch und das ist in diesem Fall jetzt das große Glück, denn... Ja, die Valkyren leben sogar auch noch ein bisschen und der Golem lebt noch. Der Golem lebt noch und tankt natürlich jetzt noch, das ist natürlich auch ganz gut. Und zu diesem Zeitpunkt dachte ich jetzt so, okay, das könnten vielleicht drei Sterne werden. Oder beziehungsweise die Chance ist relativ groß, dass es drei Sterne werden. Deswegen, da war ich schon ganz zufrieden. Und hat ja am Ende auch gereicht zum Sieg. Das ist natürlich dann noch besser, ne, wenn man nicht nur die drei Sterne holt, sondern auch dann noch der Sieg unser ist. Der, obwohl es am Anfang ein bisschen schlecht lief, weil ich den Warden vergessen hatte. Meine Schuld, aber es lief noch ganz gut. Deswegen jetzt noch ein paar Sekunden übrig. Ja, das ist echt ganz gut. Der hat sich zwar noch aufgeteilt, der Hund, allerdings hat er doch ziemlich noch auf den König draufgeschossen, von daher hat es noch gereicht. Die Königin lebt jetzt noch, kümmert sich jetzt noch um die restlichen Gebäude und jetzt konnte ich sie sogar noch zünden, das darf man ja auch nicht vergessen, habe ich jetzt noch gemacht und habe jetzt noch den Rest geholt, den letzten Bohrer und endlich mal wieder 100%. War zwar keine richtig, ja, war jetzt keine mega starke Base, aber die sexy Valkyren vom Thumbnail haben es gerissen, haben den Sieg geholt, zumindest jetzt in diesem Fall. Und ich muss sagen, insgesamt bin ich ganz zufrieden, auch wenn meine Base zwei Sterne kassiert hat, also muss ich da auf jeden Fall nochmal mir eine neue überlegen. Und loot-technisch ist es auch ganz gut momentan, ich habe nicht so viel angegriffen, aber wir gucken mal meinen guten Angriff an, den ich gestern hatte, also. Jetzt mal genau achten. Also, wenn sich die Wolken wegtun, es ist viel Loot. Das Problem ist jetzt natürlich wieder, du wirst nicht alles kriegen. Weil zum Beispiel noch dieser Inferno geladen ist, die Helden sind da, wir könnten was in der Klamo haben, aber es ist okay. Wenn wir halbwegs was bekommen hiervon, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es ist alles in den Minen und Sammlern fast, also es ist fast rappelvoll. Habe ich mir gedacht, das ist so mein Problem. Ich sehe diesen ganzen Loot und ich weiß im Grunde gar nicht, wo soll ich überhaupt anfangen, denn du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil es einfach so viel ist. Du willst natürlich alles haben und dann drehst du durch und dann weißt du gar nicht, was du machen sollst. Jetzt läuft der König außen rum, jetzt habe ich da außen nochmal meine Barbaren gesetzt, gefolgt von den Bogenschützinnen. Allerdings laufen sie jetzt ganz gut in die Mitte rein. Warden noch hinterher, Königin ist noch in der Mitte, kümmert sich um den verbrannten Inferno-Turm. Außen noch ein bisschen was gesetzt, weil ich natürlich unten gerne auch noch was haben wollte. So, jetzt habe ich mir aber noch ein paar... Ich habe mir jetzt noch ein paar Bogenschützinnen übrig gelassen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gesehen habe, hier ist noch das dunkle Elixierlager und falls sie das nicht bekommen hätten, hier diese Truppskis, dann wären die da noch hingegangen. Außen hier sind natürlich auch noch zwei Lager, die ich auch noch gerne habe oder haben will. Aber sie holen sich das ganz gut. Ja, das ist echt, es ist schon richtig dicker Loot. Guckt euch das mal an. Wir sind schon bei 5000 Dunklem.
Wir sind schon bei fast 600.000 Gold. Wir sind schon bei 300.000 Elixier. Und jetzt kann ich die da schön auch außen hinsetzen. Sie kümmern sich jetzt noch schön um den Rest. Jetzt sind wir bei 600.000 Gold. Und sind jetzt gleich bei 400.000 Elixier. Das heißt, wir sind jetzt bei einer Million. Wir sind jetzt bei einer Million. Plus 5, also eine Million Loot. Plus Bonus. Plus die 5.000 Dunkles. Also, da kann man sich nicht beschweren. Ich hätte hier noch einen hinsetzen können, natürlich außen. Da habe ich gepennt. Hier ist noch eine Mine gewesen. Ja, der Bohrer wäre auch noch was drin gewesen. Es war richtig viel, was da drin ist. Aber ich meine, Bonus dabei. Läuft auf jeden Fall. Kann ich mich echt nicht beklagen. Und wir wollen es nochmal suchen. Es fehlt nämlich gar nicht mehr viel zu meinem Warden Level 18. Es fehlt nicht mehr viel. Ich sammle es auch schon mal ein. Wir sammeln es jetzt schon mal ein. Ja. Wenn wir es eingesammelt haben, liegen wir bei 9 Millionen. Das heißt, es fehlen uns 600.000, habe allerdings noch den Bonus, den Tagesbonus offen, also ein Stern fehlt, dann haben wir den Tagesbonus. Also rein theoretisch sollten wir es doch schaffen. Ich habe 6 Erdbeben, ja stimmt, ich habe ein paar Erdbeben gebaut, um ein bisschen Elixier zu sparen, aber ich bin auch ganz optimistisch, dass wir es hinbekommen. 600.000, also es fehlt noch ein bisschen was. Bonus kriegen wir ja noch, den Liga-Bonus kriegen wir noch dabei, wir kriegen den Tagesbonus noch, dann brauchen wir noch ein bisschen anderen Loot. Dann könnten wir ihn auf Level 18 machen, was schon relativ cool wäre. Ja, aber nicht gegen sowas. Nicht gegen sowas, der ist mir zu stark. Deswegen, meine lieben Freunde, würde ich sagen, wir machen einen ganz kleinen Cut. Wie wir es ja gewohnt sind. Nein, nicht so einer. Und dann würde ich sagen, ich suche ein bisschen was raus. Hoffentlich genug, um den Warden hochzumachen auf Level 18. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit hoffentlich ein bisschen Loot. Bis gleich. Ja gut, ich glaube den hier. Oh, der hat sogar eine Lücke drin. Ich glaube, den sollten wir doch mal mitnehmen. Also noch eine Lücke. Ganz gut eigentlich für uns. Allerdings, das Problem ist jetzt mal wieder, ich bin gerade auch mal überlegen, was wir machen. Also ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, die Erdbebenzauber benutzen in der Mitte. Ah, der hat so viele Lücken. Ich meine, bei den Lücken werden auf jeden Fall, ja, seien wir mal ehrlich, wieso habe ich denn 3 genommen? Da werden auf jeden Fall Tesla sein an den Lücken. Das wird auf jeden Fall so sein. Aber mal gucken. Wo springe ich jetzt mal auf? Wo ist denn das Dunkle? Das Dunkle hat er da? Gehen wir ruhig von hier vor, oder? 1, 2, 3, 4. Gehen wir ruhig davor. Gucken wir mal, was da so passiert. Habe ich jetzt 5 gesetzt? Ich habe wieder 5 gesetzt, ne? Nein. Ist hier. Und den Rest schicken wir jetzt mal von da vor und gucken mal, was passiert. Ich setze jetzt auch mal sofort. Ah, okay. Ich hab diesmal sogar mal geguckt. Ausnahmsweise habe ich mal geguckt, was ich in der Klamburg drin habe. Das ist ganz gut, dass die Riesen jetzt schon mal direkt die Riesenbombe auslösen. Und ja, ich würde sagen, es sollte machbar sein. Es sollte auf jeden Fall machbar sein. Oh, ich hab den Warden mal wieder vergessen. Sehr gut. Warden vergessen. Und jetzt gleich. Ja, wir können ja schon mal zünden. Und sobald der Turm hier. Der Turm ist noch nicht down. Oh, er hat sogar Magier in der Klamburg. Er hat sogar Magier in der Klamburg. Wir müssen sogar relativ viele Ressourcen aufwenden, rein theoretisch, um jetzt hier noch was zu machen. Aber ich bin ganz optimistisch, dass das uns gelingen wird. Mal gucken, je nachdem, wann wir denn in den Bereich kommen des Inferno-Turms da vorne. Hier können wir noch was machen, da oben können wir noch was machen. Die Queen ist jetzt gleich schon echt kaputt. Da müssen wir jetzt gleich mal aufpassen, dass die Queen wieder ein bisschen heiler wird. So, Moment. Queen gezündet, das passt schon mal. Der König ist auch noch unterwegs. Den können wir jetzt auch noch mal eben zünden. Aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht aus. Wir können noch mal was setzen. Das ist nicht genug. Ah, hier oben noch. Stimmt, da oben ist ja auch noch was. Da oben ist noch ein bisschen Elixier. Wenn die sich die beiden Lager noch holen würden da oben, dann hätten wir es doch. Wir haben auf jeden Fall 2 Sterne. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall schon mal den Bonus. 9,2 Millionen plus Bonus. Also plus Liga-Bonus plus vielleicht den anderen Bonus. Laufen natürlich auch alle auf einem Fleck. Was allerdings gegen den Single-Inferno auch gar nicht mal so schlecht ist, muss man auch sagen. Und mit etwas Glück kriegen wir das Lager sogar noch. Das ist nämlich jetzt das Gute am Warden. Ja, er holt sich das noch. Er holt zumindest noch ein bisschen was da raus. Also, es läuft doch. Zwar nicht alles geholt. Ich lasse den Warden natürlich jetzt auf jeden Fall auch sterben, denn in der Hoffnung, dass wir ihn gleich upgraden können, brauche ich ihn ja dann nicht mehr. Komm, Warden. Das reicht. Sehr gut. Zack, das noch kaputt gemacht. Wir können ihn ruhig sterben lassen. Der Inferno-Turm lädt jetzt auf. Oben ist aber noch einer unterwegs. 29 Sekunden, 28 Sekunden. Der läuft noch. Wir haben fast alles gekriegt, ne? Bisschen Dunkles noch dabei. Die Base ist soweit. Es geht eigentlich fast zerstört mit 83%. Ist okay. Ja, 310.000 Elixier. Das läuft. 70.000 Bonus. Sehr gut. Plus den Tagesbonus. Das müsste reichen, oder? Das reicht. Wir sammeln das jetzt nämlich mal sofort. Erstmal fragen wir an. Dann sammeln wir das Ganze mal.
Ja, sammeln bitte. Ja, 9,6. Au, 9,636. So, gerade eben hat es geklappt und der Warden geht auf Level 18. Ja, wahrscheinlich haben es einige auch schon gemerkt, ich habe das Achievement mal eingeholt. Zuletzt so 500 Juwelen, habe davon aber schon wieder ein paar ausgegeben, weil ich den Warden noch gejammt hatte für den letzten Clankrieg innerhalb des Krieges für irgendwie, glaube ich, 150 Juwelen. Ja, jetzt haben wir auch kaum noch, Elixier, macht aber nichts. Wir bauen uns nämlich jetzt erstmal noch eine etwas günstigere Armee, sage ich, und bauen Mauerbrecher. Nein, wir bauen jetzt erstmal eine etwas günstigere Armee, haben ja jetzt auch 320 Truppen erstmal in der Ausbildung, also das läuft auf jeden Fall und ja, was wollte ich noch machen? Achso, genau, ich wollte auch noch eine Mauer bauen. Hier, wir können noch eine Mauer bauen und rup, das ist auch soweit fertig. Was haben wir denn sonst noch alles in der Ausbildung? Minenwerfer, 3 Stück und der Wächter, den wir gerade in Auftrag gegeben haben, also ja, in einem Tag ist der nächste Minenwerfer fertig. Also aktuell bin ich sehr anfällig bei meiner Base, weil ich echt 3 Minenwerfer im Ausbau habe. Der eine ist ja schon auf Level 9, sieht ganz schnieke aus. Die anderen sind dann noch in der Mache. Dann sind wir maxed von der Dev. Bis auf die Mauern natürlich. Und ja, die Mauern versuche ich noch zu machen. Hier in der Mitte sind da noch ein paar, die ich noch nicht auf Level 10 habe. Die müssten eigentlich mal als nächstes dran kommen. Beziehungsweise ich glaube, ich tausche die mal aus. Dass wir die mal hier außen ein bisschen wegmachen. Dann machen wir sie dafür in der Mitte mal noch ein bisschen farbig, oder ich ziehe sie erst noch außen farbig, aber das dauert halt auch alles, weil sie teuer sind. Ihr seht es auch, ich habe nicht so viel gespielt, ich könnte rein theoretisch den nächsten Bonus hier schon wieder angehen, den nächsten Tagesbonus, und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, dann geht es um 17 Uhr weiter und um 15 Uhr natürlich auch. Danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis später. Tschüss.